Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir zwei weitere Kämpfe gemacht, einmal einen Nebenquestkampf und dann noch einen Kampf gegen ein weiteres Monster. Und jetzt heute, am 23.11., will ich gleich wieder weitere Kämpfe machen, denn wir haben ja immer noch einige von diesen Nebenquestkämpfen übrig. Das sind ja, ist eine andere Nebenquest als die, die wir beim letzten Mal gemacht haben, eine andere Art. Auf jeden Fall will ich da jetzt auch zwei weitere von denen machen. Das hier noch nicht, weil ich habe ja Raphael noch aktuell nicht in meiner Klasse und Alois habe ich auch noch nicht und deswegen machen wir halt dann die beiden, würde ich vorschlagen. So, erstmal die hier von Sothis, Geschichten von Zanado. Nach einem Gespräch mit Sothis begibt Byleth sich allein in den Roten Canyon. Einige neugierige Studenten folgen ihm. Genau, beim Roten Canyon waren wir ja auch zuvor schon einmal bei einer Mission und da hat schon Byleth und auch Edelgard gesagt, dass der Ort irgendwie komisch und mysteriös ist und mal gucken, ob wir jetzt da mehr darüber herausfinden können. So. What was that name again? Was ist los? Oh, this is frustrating me to no end. I simply can't recall. Oh, I have it. Xanado. Okay, Xanado. Der rote Canyon von Xanado. Dort, wo die Banditen besiegt hatten. Was war das nochmal? das? That's it. It was not long ago that we were there. And still, I somehow managed to forget. Was ist damit? Well, that place brought back some fragments of my memory. I cannot help but wonder why. I feel we must return to find some answers there. Gut, brechen wir auf. Ja. Yes, you are right. For as the saying goes, there is no time like the present. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Our professor is sneaking off alone. Where to, I wonder? I don't recall hearing of any such plans for our class. Perhaps we should follow. Intrigued, are we? Yes, let's do just that. We will consider it extra training. Yes, folgen uns einfach alle Studenten? It is all coming back to me. This structure. Oh, but it's as though my memories are clouded. The most important pieces are obscured. But I once called this home. I have no doubt. I seem to recall something on the other side of that wall. I cannot see it, but I can still feel it. It is not my imagination. I know this to be true. We are already deep within this valley. Oh, what was that awful sound? Hast du was gehört? Klang wie ein fürchterlicher Schrei. Okay, hier ist auch ein Monster wahrscheinlich. Yes, and that was not a normal beast, but a huge and terrifying one. Look. There, at the entrance of the valley, a giant shadow. Okay. Und damit gibt's einen weiteren Kampf. Alles klar. Und okay, ich bin sogar. Ach du Scheiße. Das sind gleich mehrere. Uiuiui. Ah, und hier sind übrigens meine Schüler, die mir natürlich auch gefolgt sind. Okay, aber das ist interessant. Wir sind erstmal wirklich ganz alleine. Und all diese Monster könnten jede Sekunde auf uns zustimmen. Wir müssen uns da also schon beeilen. Ja, am besten sollte ich irgendwie gleich in der ersten Runde den hier komplett töten oder so, wenn ich das schaffen kann. Das wäre ganz gut. Weil das könnte ansonsten für beide ein bisschen eng werden. Ja, das sind übrigens... Ach du Scheiße, das sind auch noch welche. Wir kämpfen sogar nur gegen Monster. Keine anderen Gegner. Du bist der Boss. Aber die anderen haben Level 16. So, das geht. Das geht, ja. Damit komme ich klar. Und der hier? Wilde Dämonenbestie. Was hat der alles für Fähigkeiten? Gift? Okay, Vergiftung, ja. Und noch vergiftete Klinge auch. Also ganz viel Gift. Gut geschützt natürlich, die Barriere. Dann hier, benachbarte Gegner erleiden im Kampf ausweichen minus 20. Okay. Und einen riesigen Wappenstein. Das Wappen ist nicht mehr erkennbar. Okay. Angriff 30. Aber der Rest geht sogar eigentlich. Die Vögel kennen wir ja schon. Sind nicht so mega stark, haben auch keine so gute Defensive insgesamt, aber sind halt super schnell und haben deswegen auch relativ viel Ausweichen. Und die Viecher hier kennen wir ja auch schon. Die sind
Also ähnlich wie diese Dämonenbestie da auch relativ stark, würde ich sagen. Und auch gar nicht mal so wenig Geschwindigkeit. Okay. Ja, muss ich aufpassen. Aber ich hoffe mal, dass wir das schon hinkriegen werden. Hier werde ich dann auch ein bisschen mehr von dem Kampf zeigen. Vielleicht sogar alles irgendwie. Weil der wird auch nicht so lange dauern, glaube ich, der Kampf, weil wir halt nur 7 Gegner haben. Aber es sind dafür halt ziemlich starke Gegner. Ich muss mir vor allem auch die Strategie mit dann ein bisschen mehr aufheben. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich bereit bin. Das sind meine Einheiten, die ich hier ganz gerne mitnehmen will in diesem Kampf. Ich habe wieder nur ganz, ganz minimal ein bisschen was verändert. Nicht wirklich viel. Allen voran zum Beispiel, Dicythia hat ein neues, cooles Bataillon bekommen, die kaiserlichen Magiewirker, das gleich viel, viel stärker ist als ihr altes. Und, das ist ganz cool. Ein paar andere haben, glaube ich, auch noch neue Bataillone bekommen, aber, keine allzu heftigen, auf jeden Fall. Und das werde ich jetzt im Laufe der Zeit immer so ein bisschen machen, dass ich mir ein paar neue Bataillone hole für meine Einheiten, weil sie halt immer mehr Autorität bekommen und auch immer bessere Bataillone dann, mitnehmen können. Genau. Gut. Ja, und dann, ich spreche nochmal genau. Aber dann gleich können wir eigentlich direkt loslegen mit diesem Kampf, der dann, glaube ich, gar nicht mal so einfach wird, aber schaffen wir schon. So, ich bin gespannt. Ich muss den Kommandanten besiegen, okay? Also den unteren. Mhm. Those hungry wolves. That howl must have riled them up. We have no choice but to fight our way out. Give it your all. It's good we've caught up with the professor, but this situation is hard to put into words, actually. Wolves to the front, hawks to the rear, and what appears to be a demonic beast at the canyon's mouth. A wild beast at that. Perhaps it's more fitting to call it a stray. If we can't prevail over that demonic beast, we won't make it out of the Red Canyon alive. Puh. The first thing we need to do is reunite with our professor. The wolves are closing in. Genau, ich habe nämlich schon gesehen, die Wölfe können sich natürlich bewegen, aber die unteren glaube ich nicht. Genau, die können sich nicht bewegen, die Vögel hier. Und das Viech auch nicht. Deswegen, bei denen kann ich mir mehr als genug Zeit lassen und die halt dann der Reihe nach einfach besiegen. Aber die Wölfe muss ich jetzt so schnell platt machen. Ah nee, doch nicht. Ach, der kann sich nicht bewegen. Nur die beiden, ach so. Aber ich muss halt leider an dem vorbei, wenn ich zu Byleth wieder hinkommen will. Also ich muss den schon angreifen, ja. Ich muss sogar ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel hier unten hinstelle, dann kann das andere Monster danach schon hinkommen, wenn ich jetzt den hier gleich besiege. Zum Beispiel zu Lysithia, die ja ziemlich anfällig ist für Angriffe. Aber sie hat genügend Geschwindigkeit, dass sie nicht von dem gedoppelt werden kann. Und sie nimmt zwar dann sehr viel Schaden, aber sie würde es überleben. Deswegen passt es schon. Und ich will gleich mal ihre neue Strategie direkt am Anfang rausballern. Weil sie nämlich ein richtig cooles hat, was nämlich auch eine mega Reichweite hat, wie wir sehen können. Und da kann ich jetzt einfach gleich komplett alle Barrieren von dem Ding zerstören. Weil ich will dieses Monster hier am besten gleich im ersten Zug kalt machen. Das wäre mir ganz recht so. Machen wir also, ja. In this situation. So, sehr schön. Und alle Barrieren dürften gleich gebrochen sein. Die waren ja schon wieder angeschlagen, gerade eben, von Anfang an. Genau. Yay. Und wir kriegen auch wieder Tiegelstahl. Gut. So, genau, also noch wird er nicht leistet, die ja angreifen, weil der noch im Weg ist, aber der ist halt leicht tot. Und dann wird das schon der Fall sein. Warum brennt sie eben hier noch? Weil sie gerade ihre Magie gemacht hat? Ist das ja interessant. Kann sie den Boden in Brand setzen teilweise? Ich nehme da sogar Schaden. Also ich darf da, das ist sogar schlecht für mich jetzt, weil ich darf da jetzt nicht hingehen auf das Feld. Okay, interessant, aber gut. Ja, ich muss das jetzt aber schnell besiegen, das Viech. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Du hast doch, hast du Monster-Ruin drin eigentlich? Ne, hat er nicht, genau. Aber mir wär's trotzdem recht, wenn du jetzt den schon mal kalt machen könntest. Also halt die erste Lebensleiste. Und dann muss ich noch mit den restlichen Einheiten aus der Entfernung angreifen. Aber das dürfte, glaube ich, schon passen, weil der hat ja auch keine so guten Defensivwerte insgesamt. Also ja, nimm mal die Stahlpanzerhände einfach, egal. Arm, okay. So, einige Erfahrungspunkte, genau. Weil er die erste KP-Leiste komplett abgezogen hat. Ja, Magie ist zwar unnötig für dich, aber gut.
So, was wurde jetzt? Ah, genau, jetzt wurde seine Fähigkeit aktiviert. Was ist das nochmal? Mehr Ausweichen halt. Okay, aber erst bei 25% oder weniger KP. Gut. Mal gucken, was Hubert anrichten kann, zum Beispiel. Kannst du ihn doppeln? Nein, leider nicht. Aber er macht natürlich trotzdem sehr viel Schaden, das ist ganz klar. Was kann Ignaz so anstellen? Ja, mit dem Silberbogen macht er auch schon einiges an Schaden. Ich muss halt jetzt wirklich gucken, dass ich das hinkriege. Also er macht damit safe 21 Schaden, auch ohne Kampftechnik. Wie viel hat Hubert nochmal gemacht? Warte kurz. Ja, das würde genau passen. Trifft auch ziemlich sicher mit dem Todesgeheul, trifft sogar noch eher. Okay, dann nehme ich Todesgeheul. ja. Machen wir das. Und Ignaz darf dann gleich den Kill machen. So. Mit dem Meisterbogen reicht sogar jetzt auch. Aber ich nehme sogar den Silberbogen, den habe ich noch häufiger. Ich finde sogar Meisterbogen fast besser. Weil der ist ja nicht arg viel schwächer, aber ich habe halt noch eine hohe Crit-Chance. Aber ja, Silberbogen. Sieht ziemlich genau. Jetzt sehen wir dann auch zum ersten Mal in Aktion, glaube ich, den Silberbogen. Oder überhaupt eine Silberwaffe. Sieht ziemlich cool aus. Yay! Und Level 18 dafür. Oder damit, für Ignaz. Ja, geht so. Okay, genau jetzt. Jetzt wird sogar noch gar nicht angezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht wird er sogar... Vielleicht wird er sogar doch nicht auf Lysithia gehen. Vielleicht will er einfach wirklich nach vorne rennen und Byleth treffen. Aber wenn ich mit ihm jetzt ziehe, okay, genau. Der will einfach nur auf Byleth drauf. Der Typ. Der will meine anderen Einheiten gar nicht angreifen. Ich meine, ich könnte sogar jetzt übrigens noch, ich habe ja auch Dorothea dabei, ich könnte sogar jetzt noch den schnellen Schritt machen. Übrigens. Damit meine anderen Einheiten, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, genau. Damit die anderen Einheiten noch hinkommen können und den gleich mal angreifen können. Vielleicht sogar noch alle seine Barrieren zerstören. Damit er sich auch nicht bewegen kann. Und damit dann Byleth nämlich doch hier nach rechts abhauen kann, damit er nicht von dem Monster hier eingeholt wird. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm tatsächlich, wenn ich das mache. Weil ich, für die unteren Gegner brauche ich den schnellen Schritt ja eh nicht mehr, weil die sowieso sich gar nicht bewegen können. Also vielleicht bewegen die sich später noch, aber jetzt erstmal habe ich da keinen Stress. Ich finde das klug, ich mache das mal. Ja. Und zwar machst du das bitte auf Ferdinand, das Strategien, damit alle getroffen, also alle übrigen halt noch getroffen werden. Ja, perfekt. Okay. Ich glaube, das ist klug. So, jetzt können nämlich die anderen dann schön abgehen. Casper kommt nicht so ganz hin, du kommst hin. Okay, die beiden können nur auf die Entfernung angreifen. Also Elegard muss das meiste machen. Aber sie hat doch auch ein cooles Strategie. Genau, ich kann nämlich mit ihrem Strategie auch alle Barrieren treffen. Mit dem Brand. Und zu 80% Wahrscheinlichkeit kann ich alle Barrieren gleich kaputt machen. Ja, das machen wir. Und dann habe ich noch eine weitere Runde Zeit, weil er gar nichts machen kann. Perfekt. Das ist aber cool, die Mission, weil ich kriege auch viele seltene Materialien von den Monstern. So, Tiegelstahl wieder. Gut. Okay, und da brennt jetzt auch alles. Okay, dann nimmst du jetzt dann gleich noch einfach durch den Brand alleine schon mehr Schaden, oder? Denke ich mal. Okay. Genau, dann... Ferdinand kann... I am Ferdinand von Eyre. Genau, schön für dich. Kann sogar noch einen Kill vielleicht. Oder halt die erste Lebensleiste schon mal abziehen. Das sollte er schon schaffen, wenn ich noch irgendwas benutze. Oder nicht? Echt jetzt? Bist du so schwach? Ich dachte, das würde er schon schaffen. Aber ich habe ja die anderen beiden auch noch. Dann macht er halt mal... Warte mal. Was macht er? Dann mach mal einen Helmspalter mit der Übungsachse. Völlig egal. Passt schon. Bam! Und jetzt können noch Casper oder Petra den Kill machen. Mach mal Petra mit dem Bogen vielleicht. So. Ne, Bogen will ich nehmen. Genau. Ja, das schafft sie locker auf jeden Fall. Und los. Hätte sie sogar... Ja, mit Crit auch noch. Hätte sie sogar ohne Ferdinand auch geschafft. Bam! Erst recht mit Crit. Genau. Sehr gut. So, und wie gesagt, er kann ja jetzt eh nichts machen in dem Zug hier. Deswegen ist alles gut. Casper kann sich sogar noch hier das mitnehmen. Das da meinetwegen. Ja, warum nicht? So. Mhm.
Und direkt bei Byleth ist ja auch so ein gelbes Ding. Das will ich eigentlich auch ganz gerne haben. Muss ich zugeben. Deswegen will ich jetzt doch mit Byleth einfach stehen bleiben. Damit ich das bekomme. Warte mal. Der Typ geht dann wahrscheinlich hier so hin. Sechs Felder. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich kann schon weglaufen vor dem. Ja, das passt, ja. Ist okay. Yay, mehr Erfahrungspunkte. Sehr gut. Okay, der kann nichts machen. Nimmt sogar noch Schaden durch den Brand, genau. Der kommt näher. Okay, aber ich kann auf jeden Fall weglaufen vor dem und halt dann gleich mit all meinen Einheiten gemeinsam den angreifen. Genau, und dann haben wir die ersten drei Monster hier oben schon mal besiegt. Das waren sogar fast die schwierigeren, würde ich... Also, der Boss ist halt noch ein bisschen heftiger. Aber ich meine, die können sich ja nicht bewegen und sind deswegen keine so große Gefahr. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder ich meine, das stimmt schon. Das ist ein bisschen blöd, zu den Vögeln hinzukommen, weil die halt hier über Land schweben. Ich habe auch Ingrid nicht dabei übrigens, weil sie schon ziemlich viele Erfahrungspunkte hat. Aber mit Bogenschützen kann ich da ja einiges anstellen. Und das dürfte schon auch klappen. Hoffe ich mal. Ich meine, ich hab auch nur zwei Bogenschützen dabei. Nur Ignaz und Petra halt so halb. Aber das wird schon. Hoffe ich mal. Gut. Hat noch jemand Level 17 eigentlich? Nee, okay. Dann ist es wirklich egal, mit wem ich den Kill mache. Ich greife mal auf jeden Fall wieder mit einigen zumindest an. Elgard darf mal angreifen mit einem Übungsschwert. So. Jetzt gibt es ja auch Konterschaden, aber das ist okay. Dann kann er auch Dorothy noch ein bisschen heilen. Und da auch noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ja, Ferdinand darf auch nochmal angreifen. So. Übungsaxt, bam. Okay. Und den Kill macht Scythia einfach vielleicht. Ist eigentlich egal. Die anderen müssen ja eh hier stehen bleiben, weil ich ja noch den hier ausschalten muss. Der wird dann wahrscheinlich hier so hinlaufen. Und dann kann ich den mit allen meinen Einheiten schön platt machen. Genau. So. Felix macht den Kill nicht. Der geht auch schon mal hier hin. Um dann gleich noch auch bei einem Monster aushelfen zu können. Genauso auch Hubert. Und Ignaz. Sammeln wir noch einfach so. Zack, rum. Egal. Okay, jetzt auf jeden Fall Lysithia. Können sogar auch noch heilen, aber das macht dann gleich einfach Dorothea. Du machst auf jeden Fall. Aber ich will schon 100%ig treffen. Ja, stimmt, jetzt hat er ja 25% mehr Ausweichen. Ja, ich treffe aber. Ne, zu 81%. Der hat sogar 52 Crit-Chance übrigens. Ich kann ja auch zurückspulen, wenn was schief geht. Also, los geht's. Sehr gut. So. Oh, und sie hat übrigens... Perfect comprehension. Yeah, sie hat auch die Magierklasse gemeistert. Hat sie jetzt das eigentlich gleich bekommen? Weil sie hat eh nicht so viele Fähigkeiten. Nee, okay, leider nicht. Schade. Das ist auch ein bisschen doof, dass man sich nicht während des Kampfes angucken kann, was das jetzt für eine neue Fähigkeit ist. Das kann man sich erst danach angucken, richtig? Aber hier jetzt nicht. Oder geht das von hier aus auch? Ja, warte mal, vielleicht doch. Einheiten? Wartet. Moment, ich will kurz nachgucken, ob ich das rausfinden kann. Weil das hat mich schon immer interessiert. Ich war da immer zu blöd dafür. Statuswert der Ausrüstung, Kampf, Bataillone, Fähigkeiten. Nee. Nee, das kann man nicht herausfinden, richtig? Das ist nämlich echt doof. Ich würde es gerne wissen wollen, was es jetzt für... Ich meine, ich kann die jetzt eh noch nicht ausrüsten, das geht ja erst danach. Aber ich würde es halt gerne wissen wollen. aber okay, dann halt nicht. So. Und Dorothy haut gleich mal ein Purgativ raus. Für mehr Erfahrungspunkte. Yay. Gut. Dann kommt der nächste an. Ja, da mache ich mir jetzt aber eigentlich auch keine Sorgen. Das sollten wir ziemlich gut hinkriegen. Byleth beginnt mal mit seinem Strategie einfach, würde ich sagen. Genau, er trifft einfach die hinteren halt. Nee. Ich will von hier aus angreifen. Und dann wird von unten nochmal jemand angreifen, der auch so ein Strategie hat, was geradeaus nach vorne geht. Und dann kann ich schon so sehr leicht die Blockaden wegmachen. What? Neu? Ach komm jetzt, ernsthaft? Wow. 90%. Super. Dann nehme ich nochmal das von Edelgard. Das kann sie ja zweimal einsetzen. Ah ne, einmal nur, shit. Ach, was ein Scheiß jetzt. Warte mal, was haben die alles für Dinger? Ja, du greifst zum Beispiel so an. Okay, das würde noch gehen. Petra greift mir von hier oben aus an. Genau.
Und das ist dasselbe wie gerade eben, wenn jetzt Byleth getroffen hätte. Ist auf 85%. Ist sogar weniger. Aber jetzt... Ne? Los. Danke. Gar nicht so schwer. So, und jetzt noch... Ich glaube, Casper zum Beispiel hat so eins. Aber ich nehme mal jemand anderen sogar. Ich nehme mal... Felix vielleicht mal. Ja. Seine Strategie geben. Genau. Ansturm hat er einfach. Ja, machen wir. Und los. Ah, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Aber wenn man einen Adjutanten dabei hat, dann ist dieser Adjutant auch bei dem Strategien dann dabei. Ingrid jetzt gerade war da zu sehen. Das ist ziemlich cool. Ah, das wollte ich übrigens eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich ihn noch eins weiter weg befördert. Das hat nämlich sein Strategien als Effekt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber das ist sogar gar nicht so schlecht, weil jetzt komme ich nämlich hier zu weiteren Feldern auf die Nähe hin und kann dann so den noch von da aus angreifen. War sogar doch ziemlich gut. Nicht geplant, aber hat funktioniert. So, Elegard darf mal hier einen Kill machen. So einen halben Kill. So. Perfekt. Und dann... Casper haut auch nochmal ein bisschen drauf, würde ich sagen. So, boah, der ist so stark. Einfach nur nicht killen, bitte. Geht es? Kannst du den... selbst mit dem Silberpanzer hinten darf er vierfachen. Einfach so. Der macht halt einfach mal knapp 100 Schaden. Das ist halt schon krass. Selbst unbewaffnet kann er ihn killen. Ja, Casper ist einfach zu stark irgendwie. Also er ist echt auch eine richtig heftige Einheit. Nimm mal dann die Stahlaxt Plus. Bam. So. Und Ignatz darf da mal den Kill machen. So. Mit dem Übungsbogen Durchschlag. Ja, nehmen wir den. Sehr gut. So, jetzt werde ich mal dann kurz schneiden, weil ich mich jetzt einfach nur ein paar Runden lang... Ich will nämlich auch noch die Truhe mitnehmen, nicht nur das Zeug einsammeln. Ich muss halt ein paar Runden mich einfach positionieren anders. Weil ich habe ja jetzt genügend Zeit. Wir haben ja auch kein Zeit damit hier. Und ich muss dann alle meine Einheiten hier schön aufstellen, um dann noch diese Monster hier unten auch besiegen zu können. Oh. Hä? Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Ah, what? Ah, what? More hawks. This is bad. We'll be caught from both sides. Tja. Jetzt war mal kurz. Kann sich der nur ein... Nee. Der kann sich schon auch normal bewegen. Okay, vier Felder aber nur. Also der braucht noch ziemlich lange, bis der mal bei mir ist. Ja, ich will aber die Truhe eigentlich noch öffnen. Das ist jetzt ein Problem. Ja, wenn ich jetzt nämlich einfach Ingrid dabei hätte, das wäre super easy, hier hochzufliegen. Für sie, aber ich habe sie eben leider nicht dabei. Das ist doof. Da kommen jetzt halt drei von denen auf einmal. Das ist schon sehr schwer. Jetzt irgendwie. Okay, ich habe die doch ein bisschen unterschätzt noch. Ja, das wäre ja, das war schon komisch. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass das, dass mit den drei Vögeln da unten noch irgendwas passieren würde. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Okay, mit den Einheiten hier bin ich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückgegangen, weil ich will nicht sofort gegen die drei hier kämpfen müssen. Ignatz wird aber schon mal den hier anlocken. Als Bogenschütze vor allem dürfte er gleich von Anfang an sehr viel Konterschaden machen auf das Teil. Und dann will ich auf jeden Fall den hier in der nächsten Runde besiegen. Vielleicht auch schon den hier. Und bei den Vögeln da unten eigentlich noch keinen. Aber mal gucken, ob das alles so klappt. Aber ja, die ist auf jeden Fall jetzt erheblich schwieriger geworden, die Mission. Aber es war ja auch irgendwie zu erwarten. Ja, die kommen aber halt schon sehr weit, die blöden Vögel. Aber erstmal der jetzt. 11 Schaden sogar nur. Okay. Da habe ich sogar mit mehr gerechnet, weil das ist ja immerhin effektiv. Aber na gut. Dann halt nicht. Oh Gott. Und vor allem die kommen jetzt, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Die kommen jetzt auch noch an.
Okay, also ich muss... Den hier muss ich ja auf jeden Fall killen, das ist ja logisch. Oder, ja gar nicht unbedingt killen. Aber ich muss halt zumindest alles an den Barrieren zerstören. Damit er nicht mehr kontern kann, das ist wichtig. Bei den anderen werde ich es vielleicht nicht verhindern können. Irgendwie. Boah, das ist aber jetzt, ein bisschen scheiße. So, warte mal, du hast noch zweimal dein Strategien. Also wenn ich mit Casper erstmal hier ein Strategien draufballer, dann kann ich schon mal das hier zerstören auch. Und dann macht noch jemand von hier aus sein Strategien auf ihn und alle Barrieren sind weg. Welche Einheit, oder wenn ich eine Einheit hier hinstelle, dann kommt der Vogel auf jeden Fall hin. Der hier, ich meine, der ist ja nicht so stark mit 21. Ich muss halt auf die 16 Geschwindigkeit aufpassen. Aber Casper ist auf jeden Fall schnell genug, da mache ich mir gar keine Sorgen. Kann ich mir sogar einen Wurfball geben? Ich könnte mir sogar einen Wurfball geben, dass er gleich kontern kann. Weil der wird ja auf die Entfernung angreifen, der Vogel dann. Das ist sogar sinnvoller, weil ich bin immer noch schnell genug. Ja. Okay, dann nochmal ein Strategien. Wow, das killt den einfach schon. Oder macht halt die erste Leiste weg, ne? Das ist natürlich auch gut. Ja, machen wir das? Okay. Puh. Jetzt bitte auch treffen mit 95. Danke. Mhm. So, und die anderen beiden. Was hat er jetzt bekommen übrigens? Sturzflugheap. Okay, beim Initiieren des Kampfes ist mir egal, du bist eh gleich tot. Ja, passt alles. Edelgard nicht mehr beides, hat es glaube ich noch beide mal. Ah ne, einmal nur noch. Du hast es auch nur noch einmal. Ich muss halt jetzt ein bisschen auf meine... Du hast es noch zweimal zum Beispiel, genau. Und das ist sogar eine Pfeilattacke auch, die auch effektiven Schaden macht. Macht sogar auch nur 19, ich habe sogar mit mehr gerechnet. Aber okay. Aber ich könnte mir sogar seins noch aufheben, weil das hat ja Reichweite 4 nach hinten sogar. Und wenn halt zwei Monster hintereinander stehen sollten, kann ich sogar mehr als zwei Barrieren auf einmal wegmachen. Wisst ihr? Ja, Iris will ich mir auch noch aufheben. Edelgard hat gar keins mehr. Aber er hat es ja noch zweimal. Ich nehme es jetzt trotzdem einfach, das passt schon. Ja. Warte mal kurz. Kann eigentlich... Er hier... Er kann auch das Feld hier angreifen. Obwohl das Vieh hier im Weg steht. Wie macht er das eigentlich? Weil... Oder hat der Reichweite 3? Nee. Ich meine, wenn er sich jetzt hier hinstellt und er will das Feld angreifen, das geht doch nur, das ist doch Reichweite 3. Und wenn er hier steht, das ist auch Reichweite 3. Oder wie? Ah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der könnte einfach bis hierhin laufen. Aber kann er nicht, weil da stehen ja jetzt meine Einheiten im Weg. Oder, hä? Ich check das nicht. Weil ich muss halt jetzt auf Ignaz ein bisschen aufpassen vielleicht. Weil wenn der nämlich von dem Vogel angegriffen wird und von diesem Vieh hier, dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Ja, es würde sogar, oder? Nee, dann wäre er tot, nämlich. Ja, dann wäre er tot. Also ich meine, ich kann ja auch noch dann heilen, natürlich. Aber es ist gar nicht so einfach, den jetzt zu heilen, weil mit Purgativ halt wahrscheinlich. Ist ein bisschen doof. Ich mach's jetzt mal trotzdem schon mal. Ich kann ja auch wieder zurückspulen. Müssen wir immer bedenken. Aber das gefällt mir trotzdem nicht so sehr. Ja, das ist jetzt schon echt um einiges schwieriger, weil wir haben ja ansonsten halt immer nur gegen ein Monster auf einmal gekämpft. Und auch wirklich nur gegen das eine, ohne dass noch irgendwelche anderen Einheiten dabei waren mit Rühl. Und jetzt halt gleich gegen 5 Monster auf einmal irgendwie. Das ist halt schon eine andere Liga, würde ich behaupten. Okay. Da kann ich jetzt eigentlich den killen. Das wäre jetzt wichtig. Okay, Petra macht sehr viel mehr Schaden auf jeden Fall. Und sie kann es schaffen. Ja, das tun wir auch. Oder ja, wo war das jetzt so cool? Weil jetzt kann ja das Teil dahinter da wirklich hinlaufen und auch Ignaz angreifen irgendwie. Aber das hätte er geht auch auf Ignaz und macht 17 Schaden. Du könntest halt auch auf Ignaz gehen. Jetzt warte mal, nochmal. Und du machst 10 Schaden. Dann wäre Ignaz tot. Ja, also ich muss ihn heilen. Okay. Das ist nicht so toll. Aber ich komme da hin. Ich kann ihn heilen. Okay, dann ist doch noch alles gerade so gut. Ich weiß auch nicht.
Ja, vor allem, ich meine, jetzt habe ich halt ein Monster besiegt. Schön. Aber jetzt gleich in der nächsten Runde muss ich halt wirklich gegen vier auf einmal kämpfen, weil die werden jetzt alle herkommen. Der da unten ist noch gar kein Problem. Aber die sind jetzt dann gleich alle hier, die Vögel, und der läuft auch nach rechts und dann habe ich vier Monster auf einmal. Und gegen vier Monster auf einmal klarzukommen, das ist dann nochmal ein bisschen heftiger, würde ich behaupten. Ja, warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt, ja, okay. Ja. Auf jeden Fall euch. Ich meine, ich könnte sogar mit... Weil Ferdinand hat ja 25 Schutz. Die machen dem keinen Schaden. Ich könnte ihn absichtlich in den roten Bereich hier reinstellen. Mach halt ihn hier weg. Ich meine, der wird eh dann irgendwen anderen angreifen. Ignaz oder Petra oder sowas, keine Ahnung. Aber... Wenn ich aus diesem roten Bereich alle anderen rausstelle, außer Ferdinand, dann kann er schon mal gegen diese beiden hier ein bisschen Schaden reindrücken. Was für eine Geschwindigkeit er dabei hat, ist auch vollkommen egal, weil er nimmt ja eh null Schaden, wisst ihr? Aber ja, stimmt, ich muss ihm den Langspeer geben, wenn ich kontern will, das stimmt. Und der ist nicht so stark dann. Der ist sogar ziemlich schwach. Aber ich kann ein bisschen Schaden machen, vielleicht ist ja auch ein Crit dabei. Ja, das ist dann, glaube ich, ganz gut. Warte mal. Hier kann ich Hubert hinstellen, ne? Die kommen da nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es geht nicht. Weil wenn ich jetzt Hubert hier hinstelle, dann wird das nämlich, genau, wird ja auch angezeigt, dann wird das nämlich zu einem roten Bereich. Also ich muss ihn hier hinstellen, genau, ja. Ja. Und du lockst aber trotzdem gleich mal... Ah, what? Ich muss ihn auch hier... Oh, scheiße. Ich muss ihn sogar auch hier stehen lassen. Oder hier. Dann geh mal hier hin dann. Und nimm den Langspeer auf jeden Fall, dass du ein bisschen Schaden wenigstens machen kannst beim Konter. Nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Und die anderen gehen auch aus dem roten Bereich raus. Ja, der wird halt immer größer, der kacke rote Bereich auch, ne? Weil die halt dann auch immer weiter laufen können, die Feinde. Ja, also gegen den das kann ich nicht verhindern, aber jetzt zumindest aus dem dunkelroten Bereich, da sollten alle anderen Einheiten raus. Du gehst eh auf Ignaz. Und du auch, ja, das tut jetzt dann gleich weh für ihn. Das heißt, ich kann Edelgard und Byleth eigentlich auch hier mittig stehen lassen. Weil die werden eh von niemandem angegriffen. Ja. Machen wir das. Puh. Also wenn jetzt die Gegner halt Crits raushauen auf Ignaz, habe ich ein Problem. Aber werden sie schon nicht. Okay, der hat 0% Crit-Chance. Okay. Ja, also Ignaz überlebt es, ja. Haben wir uns ja gerade ausgerechnet. Aber ist dennoch natürlich ein bisschen doof. Du gehst auf Fördern. Genau, machst 0 Schaden. Wir machen immerhin Schaden. Vielleicht. Yeah, das hat sich rentiert. Aber besser als nichts ist es ja, ne? Kann ja den Unterschied machen dann gleich. Oh, okay, und der lädt sich gerade auf und will dann den Mega-Angriff machen. Okay, Ignaz lebt, gut. Wenn auch sehr knapp. Uiuiuiui. Na gut. Jetzt wird's halt sehr interessant. Den Zug will ich noch ganz gerne machen. Und fast alle laden sich auf. Von denen. Na toll. Da muss ich jetzt aber kurz überlegen. Aber es ist gar nicht mal so tragisch, denn wir können es schaffen, alle Barrieren jetzt in dieser Runde zu zerstören. Habe ich schon gerade probiert. Und zwar, Hubert geht hier hin und haut sein Strategien drauf. Ne, warte mal kurz, Moment. Ich will auch mit, aber ich muss schon 100%ig treffen jetzt, sonst wärst du doof. Deswegen, du machst deins zuerst und dann danach noch Hubert, weil du wahrscheinlich ja treffen kannst. Ja. Sehr gut. Genau, und wenn ich alle Barrieren zerstört habe, dann habe ich mir halt eine weitere Runde Zeit quasi gekauft, weil sie alle dann nichts machen können. In diesem Zug jetzt. So, dann. Strategien. Ja, machen wir. How interesting. Marvel at our strategy. Und los! Sehr gut. Also besiegen können werde ich jetzt aber noch keins von denen. Das schon. Mit Grün nochmal. Aber vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen schon die KP-Leiste abziehen, muss ich mal schauen. Okay, dann Felix auf jeden Fall wird hier sein Strategie einsetzen.
und 17 Schaden draufhauen. Genau. Ja, passt. Und die andere Barriere jetzt werde ich nicht mit einem Strategem zerstören, sondern durch einen normalen Angriff, weil es ja nur noch eine einzelne ist. Also das Fördern und gerade kontern durfte zum Beispiel, war für den Schaden jetzt gar nicht so wichtig, aber halt für die Barrieren. Weil dadurch hat er halt gleich mal eine von den Barrieren irgendwie zerstören können. Weil Lysithia hat ja ihr Strategem nicht mehr, sie kann es ja nur einmal einsetzen. Aber ich kann jetzt mit ihr einfach halt, jetzt wurde auch nach hinten wieder geschoben, aber passt. Ich kann mit ihr jetzt halt einfach Magie wirken. Auf, nicht auf das Feld, sondern auf das Barrierenfeld, ganz wichtig. Und damit kann ich das dann zerstören. Ich könnte sogar... Ne, kann ich nicht, okay. Ich kann nicht gleich die KP abziehen, gut. Dann mache ich Feuer, dass wir auch wirklich safe treffen. Ja. Und auch bei ihm sind alle Barrieren zerstört. Gut. Oh. Dunkle Spieße Tee, hat sie erlernt. Muss ich dann mal gucken, was das ist. Wartet. Hier, gegen Reiter. Vorgeschrittene Dunkelmagie, effektiv gegen berittene Einheiten. Kraft 13 übrigens einfach mal. Standardmäßig Kraft 13 ist ziemlich krass, finde ich. Sonst Miasma hat irgendwie 5. Trifft es dann nicht so gut? Nö, geht eigentlich. Ah, Gewicht 11 hat es dafür, aber okay, sehr viel Gewicht. Also ich werde fast nie doppeln können. Aber ja, vor allem gegen berittene Einheiten ist es gut. Und wenn ich eh schon zu langsam bin, ich meine, sie hat ja jetzt keine bombastische Geschwindigkeit, Lysithia. Dann kann ich das auch machen, weil das halt mega stark ist. Cool. Seid jetzt noch hier. Erstmal bei dem hier. Da wird Casper sein Strategie machen, hier unten. Genau. So. Passt. Und die andere Barriere ist ja nur noch eine wieder übrig. Die wird noch Ignaz zerstören. Er hat halt immer noch sehr wenig KP. Aber ich werde ihn dann gleich wahrscheinlich mit Dorothea einfach heilen. Und die dürfen ja eh nicht angreifen, die Monster. Also ist alles gut. So, mach schon bitte ein bisschen mehr Schaden. Aber, ja, dass du triffst, hat aber natürlich höchste Priorität. Ich nehme sogar, glaube ich, den Meisterbogen. Okay, ich muss sogar nicht mal Kampftechnik machen. Aber ja, 93 treffe ich nämlich eh, das passt. Und ich könnte halt einen Crit machen, dann würde ich nämlich schon töten können. Oder halt schon die erste Leiste abziehen können. Machen wir das mal. Und? Schade. Okay, na gut. Aber Barrieren sind weg, das ist das Wichtigste. Also alles gut. So, Tiegelstahl. Und dann hier wird Byleth mit seinem Strategem angreifen. Und 26 Schaden reinballern. Ja. So. Und die andere Barriere darf dann gleich noch Petra zerstören. So, ich muss sogar... Ich gehe sogar einfach hier links hin. Und mache einfach einen normalen Angriff. Mit der Übungsachs, keine Ahnung. Ja, aber ich will schon treffen übrigens. Nee, Strategien will ich mir aufheben von ihr. Ja, warte mal. Treffe ich doch mit dem Bogen wahrscheinlicher? Dann will ich lieber den benutzen. Ich will das Feld treffen. Ja, ich treffe lieber. Okay, dann nehmen wir den Bogen. Ja. So. Gut. Mhm. Mithril auch wieder. So, alle sind verwirrt. Keiner kann was machen. Und, genau, Edelgard kann sogar übrigens nochmal draufhauen. Auf eines der Monster. Kann sie sogar das einfach schon besiegen übrigens? Sie hat nämlich, ja, sie hat nämlich Monsterbrecher. Holy shit. mit dem Streitkolben. Yo. Ja, ich meine, eigentlich muss ich das gar nicht machen, weil ich brauche sogar eher noch mehr Einheiten da rechts. Irgendwie. Weil ich meine, diese vier Einheiten, die werden es eh ziemlich locker. Ja, nee, aber ich mache es trotzdem. Nee, es passt schon. Ist schon sinnvoller so. Ich meine, wenn ich das schon habe, die Fähigkeit. Ja, komm. Zack. Bam! Wappen sogar auch noch aktiviert. Sehr gut. Okay, krass. So, und du heilst einfach noch. Oder ich meine, ich könnte sogar mit ihr jetzt mal wieder angreifen, weil Ignaz ist ja aktuell in keiner Gefahr. Das wäre sogar fast wichtiger. Ne, ich greife sogar an mit ihr mal wieder. Ja, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. kannst du zum Beispiel mit Thorn den einen töten?
Halt, da war's. Ja, machen wir. Sehr gut. Okay, zieht bloß sogar um von uns, Level 3. Mhm. So, sehr schön. Wir dürfen alle nichts machen. Also, der schon. Das ist halt noch jetzt ein bisschen doof mit der Truhe. Weil ich würde die noch eigentlich gerne haben wollen, aber es wird jetzt ein bisschen eng. Vielleicht kann ich es sogar schaffen übrigens, weil der kann ja auch nur 4 Felder laufen. Der kann nicht mehr laufen. Und jede meiner Einheiten kann auch mindestens 4 Felder laufen, das heißt, ich kann schneller sein als der. Und ich kann halt dann, ich meine, ich habe ja auch beliebig viel Zeit, ich kann den hier nach unten locken und dann mit meinen Einheiten hier außen rumlaufen und mir die Truhe holen und da habe ich dann keine Probleme. Das dürfte klappen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses hier in dieser wirklich gar nicht mal so einfachen Mission, wie ich finde. Aber jetzt haben wir sie gut unter Kontrolle, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Das Monster können wir leicht kalt machen. Das hier hat schon seine erste Leiste verloren und das hier können wir auch leicht besiegen. Also ich glaube, in der nächsten oder im nächsten Part werden wir keine Probleme mehr haben. Ich werde dann eben noch das hier ein bisschen verarschen. Der hat noch volle Barrieren, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich werde dann den ein bisschen verarschen, um mir dann noch die Truhe holen zu können, weil ich will die schon ganz gerne haben. Und dann sollten wir das eigentlich ganz gut gebacken kriegen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reach for my hand.